Warte, sieht man das Mikro jetzt im. Schön vor Ben sagen. Das ist schon geil. Ey, da steht mir die Show. Also. And it's you that I wanna need. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 16 Pack Challenge heute mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi am Start. Oh mein Gott, und auch die Legende schlechthin. Ja, das ist der Tom, der auch schon in FIFA 12, in FIFA 13 auf meinem alten Channel mit dabei war und dann gefeuert wurde oder auch gefeuert hatte. Du kannst dich gerne mal vorstellen. Ja, moin, vielleicht kennen mich einige noch. Ja, wenn ihr wirklich so lange dabei gewesen seid, dann seid ihr echt spitzenmäßig. Und du kannst ja mal erklären, was wir heute hier so vorhaben. Mit den beiden Spielern. Ja, wie ihr seht, wir haben Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Wir werden jetzt noch gleich 10 von den 15 K-Packs öffnen, die es auf dem Markt gibt. Und dann auch Ronaldo und Messi ziehen wahrscheinlich. Also nein, okay, ja. Und dann werden wir uns damit ein Team bauen und mit dem Team dann zusammen online ein Spiel spielen. Und wenn wir, ja, zusammen spielen, und wenn wir verkacken, dann stoßen wir Ronaldo und Messi nicht ab. Aber ich meine, damit sollte man eigentlich nicht verlieren. Ich würde sagen, wir gehen direkt mit den Packs und mal gucken, was wir dann für ein geiles Team zusammenbauen können. Viel Spaß. Danke. So, dann beginnen wir. er hat schon angefangen mit dem ersten. Richtig professionell. Und Suarez! Suarez ist hier angefangen. Jünger. Nein, Cavani. Perfekter Stürmer, oder nicht? Ja, passt, ne? Ja, Cavani auf jeden Fall kein schlechter Start. Dazu haben wir jetzt noch ein paar andere gezogen. Hier tun wir erstmal den Verein. Ja, der Nilsson hier, der Ex-Nürnberger. Also wird ein richtig knackiges Team. Ich meine, Cavani, perfekter Stürmer schon mal. Vielleicht kommt ja noch ein Suarez. Weiter geht's. Pack Nummer 2 ist jetzt am Start. Hoffentlich ziehen wir was Gutes. 14 Tage geht das Ganze noch, also haben wir ja noch Zeit, die 10 Packs zu öffnen. Okay, so Nummer 2, mal schauen. Cavani war ja schon gut, oder? Ja, jetzt Suarez vielleicht. Also so ein Suarez wäre nicht schlecht. Fresh. Bender. Ja, Bender ist auch okay. Ah, oh, ja. Einer aus seinem Lieblingsverein. So, Pack Nummer 3 jetzt. Was ja, glaubst du, was bekommst du? Nummer 3, alle guten Dinge sind 3. Da kann ja eigentlich nur was Gutes drin sein. Baumann, von ja, Hoffenheim und Rensing. Ja, dann gehen wir weiter hier. Pack Nummer 4, also Messi und Ronaldo. Wir haben ja schon ein paar BBVA-Spieler. Die Chemie scheint bis jetzt gar nicht so schlecht, oder? 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 Was ist denn das für einer? Ja, Costa jetzt gern sein können. Aber passt eigentlich auch wegen BBVA, ne? Ja. Aduriz. Kommt auf jeden Fall rein. Ja, also sag mal, Tom, was wünscht ihr denn jetzt hier zu Weihnachten an Likes? Also spontan würde ich mal 3000 sagen. Ja, das ist auch gar nicht abgesprochen. Oh, jetzt Fuego, perfekt eigentlich wegen Navas. BBVA. Ist und auch Navas perfekt. Auch. Ja, ja, ja. Und der Valdez hier. Guck mal, ob da noch was am Ende ist. Ich glaube ja nicht, aber kann ja sein. Nee. Boah. Was für ein Studio denn zu Weihnachten? Ja, also zum Pack Nummer 6 jetzt vielleicht einen guten Spieler, aber auch Glück, Erfolg und was. Oh, das passt ja sogar perfekt. Ja, guck, da brauche ich gar nicht mehr so viel Scheiße weiterlabern, denn Koke, Adrian. Ach ne, wir haben ja Navas, aber Koke läuft. So. Ja, Pack Nummer 7. Pack Nummer 7, schrei noch lauter. Mit Drogba. Oh, heute irgendwie die Legenden, ne? Also ja. Drogba. Aber, naja, das war nicht so. So, Pack Nummer 8 jetzt. Mit. Oh, Koscielny. Ah, wow, da lässt sich eigentlich mit was anfangen, oder? Wir haben Flamini doch. Flamini nehmen wir auch noch mal. Vorletztes Pack, bis jetzt nicht so viel Glück gehabt. Es kann ja noch ein guter kommen. Ja. Aber jetzt. Ja, können wir direkt. Oh, Muriel. So, einer zum Einwechseln. Krank. Wie teuer ist der noch? Junge, der war früher so heftig, ne? Und kostet auch noch. Sollte 10.000 Münzen. Bestes Pack bis jetzt, ne? Das beste Pack mit dem Silberspieler. So, letztes Pack, vielleicht kriegen wir nochmal was für unser Team. Ja, das wäre eigentlich ganz toll. Ich meine, Ronaldo und Messi fühlen sich da ein bisschen alleine. Oh. Und Kursava kommt jetzt perfekt einfach. Perfekt. Ja. Das sind also die Spieler, die wir aus 10, 15 K-Packs herausbekommen haben. Und jetzt müssen wir uns nochmal kurz das Team zusammenstellen. Und dann geht es ab mit Messi und Ronaldo. Ich denke mir mal, wir sollten dann ein gutes Team hinbekommen, oder? Auf jeden Fall. Ja, kriegen wir hin. Das ist also das Endergebnis von unserem Team. Ich denke mir mal, das sieht ganz nice aus. Man hätte das vielleicht auch anders machen können, wenn man hier diese Linksverteidiger da, diese spanischen, einfach reinstellt. Aber wir wollten ja auch ein bisschen noch eine andere Liga mit reinbringen. Deswegen ist da jetzt Ligue 1 noch drin. Und dann, wie gesagt, die spanische Liga. Alle kommen auf volle Chemie, außer Ronaldo. Und dann, ja, Navas und der Innenverteidiger. Ich denke, wir sind trotzdem ganz gut bedient mit 97 Chemie. Tja. Dann lassen wir uns direkt anfangen mit dem Spiel und mal gucken, was wir so machen. So, dann gucken wir uns erstmal das Team unseres Gegners an.
Oh shit. Ja, auch BBVA, aber ein bisschen besser. Bis auf die Außen. Ja, bis auf unsere Stürmer natürlich. Das sollte man, denke ich, trotzdem hinbekommen. Wir sind ja schon ganz schön alte FIFA-Spieler. Ne? Wir haben ja schon ganz schön langjährige Erfahrung. Nein, okay, müssen wir mal gucken, was wir jetzt mit Ronaldo und Messi anfangen können. Es wäre schon peinlich, wenn wir nicht mit denen treffen, oder? Also ja. Tor sollte drin sein, das zumindest. Okay, starten wir direkt. Auf geht's. Okay, komm jetzt. Schöner Pass auf Ronaldo. Und der schießt mit links das 1-0. Sehr schön. Sehr schön, ja. Er ist tatsächlich hier. Er fragt euch wahrscheinlich, oh, wie FIFA, der freut mich. Tatsächlich, ja, nein. Aber Ronaldo macht jetzt hier das 1-0. Ja, schöne Kombination. Und dann muss man eigentlich reinmachen, ne? 1-0, ne? Ich bin blau. Er ist rot. So, jetzt hier. Ronaldo. Mal gucken, was er damit anfängt, Junge. Freistoß. Zeig mal, was du kannst. Oh, hey, was machst du da, Junge? Oh, Scheiße! Was hast du gesagt? Junge! Oh mein Gott, Junge, was für ein krankes Ding, Junge! Ey, was war das denn? Ich dachte, er schießt einfach mit Ronaldo, aber nein, Messi steht dann einfach nochmal hier das tödliche Duo und was für ein Freistoß! Besser geht's. Respekt, also hätte ich nie im Leben besser gemacht. Also, schönes Tor. Und 2-0, nice. Perfekt auch Messi und Ronaldo jetzt das Tor schon. Ja, ich kann mal aufhören, ne? Ja, eigentlich ist das Video jetzt vorbei. Ja, zur Halbzeit ist es dann nicht ganz unverdient, ne? Nö, also ich meine, die Schüsse und die Statistik sagt einiges aus und die zweite Hälfte sollte, denke ich, genauso weitergehen. Ja, vielleicht nur das ein oder andere Tor. Mehr, dann wäre alles gut. Wir gucken mal. Ja, das Ding ist, verteidigen ist damit echt scheiße und das macht er nicht, denn wir haben einen guten Torwart. Na was? Blau jetzt. Ja, oh nein. Ich bin rot, ne? Dann nimmt er uns hier auseinander. Und das hat er. Ja, gut gemacht. Erste Chance. Und dann so ein Tor. Traurige Musik, einfach. Oh, verteidigen ist so eklig, ne? Es ist so eklig und dann macht er das. Er guckt euch das an, wie schlecht er ist. Komm, mach mal jetzt hier so einen Run mit Messi. Das kriegst du doch hin, Tom. Ich meine. Ja, so kann man natürlich auch den Gegner verarschen und einfach durchlaufen. Und da ist das 3-1. Schönes Tor. So, komm, Tolisso jetzt auf Messi. Das ist deine Chance. Mach mal jetzt irgendwas hier. Ich will ja mal was sehen. So, ja, das war gut. Das war wirklich gut. Und jetzt der Tor. Schuss. Oh, Respekt. Das kriege ich nicht so hin. Aber das gibt wieder einen Freistoß. Und das heißt, es könnte gefährlich werden. Nee. Perfekt jetzt eigentlich mit Messi hier. Ja, jetzt schieß ich mal. So, okay. Jetzt meine Freistoßkünste. Und das finde ich auch so gut. Messi und... Scheiße. Rausschneiden. Wie er sich hier den Ball stibitzt. Und jetzt einfach weiterleiten. Ja. Und da ist Aduriz. Aduriz, kann er schießen? Natürlich kann er schießen. Ein guter Stürmer macht seine Tore. Und da ist das 4-1. Ich gebe zu, der Gegner ist nicht der Beste, oder? Nee, stimmt. Aber egal. Okay, jetzt hier, komm. Mach mal, was mit Ronaldo hier? Feister Skiller. Oh, das war gut. Also, das krieg ich nicht hin. mit Ronaldo, du kommst einfach durch. Du kommst einfach mit Ronaldo durch. Oh Gott. Also, okay, das war verbesserungswürdig, aber der Rest war okay. Das Spiel ist aus. Wir gewinnen 4-1. Ronaldo und Messi mal wieder am Rasieren. Hier, wer jetzt besser war, ich weiß nicht. Ich will ja nichts sagen, aber... Es hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht und wir haben die Challenge bestanden. Das heißt, wir müssen Ronaldo und Messi nicht abstoßen. Ich hätte sie natürlich abgestoßen, wenn wir jetzt hier verloren hätten. Gönnt euch seine Schüsse aufs Tor, aber er hat trotzdem ein Tor geschossen. Das Logik, was willst du dazu noch sagen? Ja, den gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Nee, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. 3000 Likes wären richtig nice. Checkt mal gerne Instagram ab, PSN Cutmarks Points und günstige Coins. Ne? Was guckst du mich so an? Nichts. Ja, gut. Und dann ist ja alles gut. Die Welt ist froh. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.